Ich mache das jetzt schon mal auf, ne? Mhm. Ich dachte gerade, das wäre doch eine andere Bestellung. So weit. Oh mein Gott. Die Ohrringe habe ich ja ganz vergessen. Die Ohrringe? Geil. Was sollen wir zuerst aufmachen? Die Ringe. Mhm. Oh mein Gott, so cool, Bebop. Ja? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze in einem Auto und die Lüftung ist an. Ich mach's kurz mal aus. Das kann nur eines heißen. Ich bin in Stuttgart, ganz genau. Ich bin gestern hier angekommen und das ist jetzt quasi mein kleiner Weihnachtsbesuch zu Hause. Sorry, dass ich gerade die ganze Zeit zur Seite schaue, aber ich muss eine Adresse ins Navigationssystem eingeben, denn heute Mittag habe ich eine Verabredung, einen Termin, also einen Geschäftstermin und der Rest der Reise ist eigentlich nur Spaß und Freude. Familie sehen, Freunde treffen vor Weihnachten, all solche Sachen. Und ja, ich freue mich mega. Ich war nicht so oft hier dieses Jahr und deswegen freue ich mich einfach umso mehr, ja, jetzt nochmal vor Weihnachten ein paar Tage mit, ja, meinen Lieben verbringen zu dürfen. Jetzt aber erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich treffe mich heute Abend mit der Isabella und noch mit einer anderen Freundin von mir, der Lena, in der Stadt. Und ja, da geht's jetzt hin. So ihr Lieben, ich bin jetzt da bei meinem ersten Termin. Ich muss von unten filmen, denn sonst gucken mich alle komisch an. Ich kann wahrscheinlich innen drin leider nicht filmen, denn es geht bei einem Kunden um die Jahresplanung 2019. Deswegen bleibt ihr hier im Auto, im Handschuhfach. Ja, ich bin jetzt fast eine Stunde Auto gefahren. Das war sehr ungewohnt für mich, fast ein bisschen anstrengend. Aber ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen auf bizarre Art und Weise entspannt. Ja. So, jetzt muss ich noch 10 Minuten mir die Zeit vertreiben. Eigentlich muss ich auch ganz eilig pipi. Wer kennt es nicht? Und ja, dann freue ich mich auch nachher in die Stadt zu gehen und noch ganz kurz ein bisschen zu bummeln und dann das nette Essen mit den Mädels. Und mir fällt auf, ich finde hier in Deutschland ist es länger hell als bei uns in UK. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber mir kommt es wirklich so vor, als wären die Tage hier einfach länger. Fühlt sich ganz gut an. Hallo ihr Lieben, es ist schon der nächste Tag. Heute ist Donnerstag. Ich weiß, ich habe genau das gleiche an wie gestern. Ja, das liegt daran, ich treffe mich heute mit der Kim und mit Mochi. Und ich hatte nicht so richtig mitgedacht beim Outfitsplan. Ich habe eigentlich nur 2 Outfits oder 3 Outfits dabei. Und das eine ist mein Satinrock und den kann ich natürlich nicht für Mochi anziehen, denn der würde den wahrscheinlich kaputt machen. Ja, deswegen bin ich super, super cozy und bequem angezogen. Irgendwie geht es mir heute nicht so gut. Das ist so ein bisschen blöd. Ich weiß nicht genau warum. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Wir haben es geschafft, die Pläne so zu arrangieren, dass es hoffentlich trotzdem angenehm und gut wird. Ich habe jetzt erstmal noch 1-2 Besorgungen zu erledigen. Dann gehe ich in ein Café und dann besuche ich die Kim im Laden und in ihrem Studio. Und danach können wir dort quasi so ein bisschen unsere kleine Weihnachtsfeier machen. Ja, und ich hoffe natürlich, ich schaffe es heute ein paar mehr Schnittbilder zu machen, aber wie ihr wisst, ja, man weiß nie so genau, wie das klappt. Gestern zum Beispiel war es super schön, aber es hat irgendwie nicht geklappt zu filmen. Irgendwie hatte man sich so viel zu erzählen und man war so froh, dass man sich mal wieder sieht, dass man es einfach nicht geschafft hat, viel einzufangen. Aber ja, ihr könnt euch sicher sein, ich hatte eine gute Zeit. Jetzt habe ich mir einen Tee to go gemacht, den nehme ich jetzt mit und dann geht's los in die Stadt. Mochi, wo ist die hin? Hm? Mochi? Oh, schau mal hier. Oh, guck mal, was ich Tolles bekommen habe. Oh.
Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich gerade schon bettfertig gemacht. Und ich gönne mir jetzt noch ein so Ella Vlogmas Video zum Einschlafen. Morgen muss ich früh raus. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich weiß, es kam im Vloggen immer ein bisschen schwierig. Oh, tut es gut zu liegen. Aber es ist so ein schöner Abend und ja, es war einfach so, so schön und inspirierend und es war einfach schön, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen und ja, bin total happy darüber und es hat mir sehr, sehr viel Perspektive auch gegeben. Ja, gerade weil ich auch irgendwie gerade so im Winter schon eine starke Antriebslosigkeit verspürt habe und es war jetzt einfach toll, nochmal ja, so inspiriert zu werden. Und das Projekt mit der lieben Kim war halt auch einfach so richtig toll. Wir haben zwei Planer unterschrieben, die wir bald verlosen werden. Ich lasse euch auf Instagram wissen, wann und wo das passieren wird. Und ja, jetzt gucke ich ein Video. Ich hoffe, es gibt ein Video. Ich bin gerade so ein bisschen ängstlich, dass es gar kein Video gibt, das ich gucken kann. Aber schauen wir mal. Ja, doch, es gibt ein Video. 24 Minuten, yay. Das gucke ich jetzt. Ja. Und morgen, denke ich mal, werde ich ein bisschen mehr vloggen, weil ich werde einen Tag mit meiner Schwester eher verbringen und da kann ich dann meistens ein bisschen besser filmen, weil wenn ich mich mit Freunden treffe, die ich lange nicht gesehen habe oder ja, man hat sich einfach immer so viel zu erzählen und ich will dann einfach nicht immer so mega die Kamera rausholen. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. Aber ich muss bald nochmal genau mit euch darüber sprechen, wie verrückt gut meine Haut ist, abgesehen von, was habe ich da unter dem Auge? Und ja, dazu muss ich auf jeden Fall bald was machen. Ich wurde auch schon in so einem Instagram-Tutorial oder auch in euren DMs öfter drauf angesprochen. Ich creme mich jetzt noch ein mit meinem Holy Grail, von dem ich euch hoffentlich bald erzählen werde. Kann ich auch jetzt machen. Das ist die Aven Sikalfat Creme. Und ich weiß nicht, habe ich da noch Lidschatten unter dem Auge? Habe ich mich so schlecht gerade abgeschminkt? Sieht so aus, wa? Naja, nicht so schlimm. Ich habe nicht so viele Sachen dabei. Ich habe eigentlich nur das hier als Hautpflegeprodukt dabei und sonst nichts. Und ich habe so ein Abschminköl genommen, was ich sonst noch hier hatte. Und irgendwie ja, war das so schwer abzunehmen, dass ich jetzt immer noch Lidschatten unter dem Auge hatte. Aber ich habe auch nicht viel Make-up drauf gehabt heute, deswegen ist das nicht so schlimm. Okay, anyhow. Ich mache mich jetzt an meine Abendroutine, trinke noch ein bisschen Wasser, nehme meine Supplemente, creme mich ein und schaue nebenbei Vlogmas. Stretch mich ein bisschen, bin ultra verspannt vom Autofahren und ja, that's it. Ich signe off aus meinem Kinderzimmerbett. Das ist mein Kinderzimmerbett hier. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Ich will auch so eine Mütze. Wo ist ich? So, hallo ihr Lieben, heute ist Freitag. Wir haben jetzt einen kleinen Roadtrip gemacht. Und davor waren wir beim Kindergarten bei einer kleinen Advents-Storytelling-Session. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, aber es war extrem süß. Aber da konnte man natürlich nichts filmen, weil da ganz viele andere Kinder waren. Und die wollen nicht ins Internet oder sollen nicht ins Internet. Ja, jetzt sind wir bei einem Laden, der heißt Action. Das klingt auch schon mal ziemlich wild. Auf jeden Fall habe ich diesen Laden schon in ganz vielen so Bujo-Gruppen gesehen. Und da gibt es dann so Bastelsachen auch und ja. Deko. Und deswegen gehen wir da jetzt mal rein und gucken mal. Also ich brauche eigentlich nichts, außer vielleicht Häkelnadeln. Vielleicht gibt es da auch Häkelnadeln. Vielleicht haben die auch Häkelnadeln. Oder vielleicht gibt es da auch Wolle. Keine Ahnung, wir gucken auf jeden Fall mal. Und ich habe heute geschafft, was anderes anzuziehen. Vielleicht zeige ich euch das später nochmal. Ich habe auf jeden Fall neue Ohrringe. Habe ich gestern geschenkt bekommen. Habt ihr vielleicht gesehen. Ja, und da gehen wir jetzt rein. Wir haben den Leopold dabei. Man sieht ihn nicht. Ich zeige ihn euch gleich, denn er schläft. Bis gleich. Genau. Gegangen.
Nein. Was gibt 5 plus 5? 10. Was gibt 1 plus 1? 2. Was gibt 3 plus 1? Ich weiß es nicht. 4. Oh, sehr gut. Soll ich dich jetzt auch was fragen? Okay. Was gibt... Auch nicht so schwierig. Okay. Was gibt 3 plus 3? 6. Schon wieder 6, guck. 4. So, jetzt muss die Mimi noch was arbeiten. Okay, okay, ich halte das so lange. Okay, willst du was vloggen? Und wie macht man ein Foto, wenn man hier drauf guckt? Ja. Der Leopold ist auf mir eingeschlafen. Oh. Willst du kurz herkommen, Luzi? Komm kurz her. Aber vorsichtig, weil der Leopold schläft. Siehst du, wie der schläft? Vorsichtig, okay? Hallöchen, ihr Lieben. Ihr fragt euch vielleicht, was ich gerade mache. Und zwar misste ich unseren Dachboden aus. Oh mein Gott, da finde ich aber das ein oder andere Juwel, das ich euch nicht vorenthalten will. Unter anderem Babyfotos von Jamie. Oh mein Gott. Ja, und danach gehe ich jetzt noch packen und dann ab ins Bett. Und dann war es das auch für die Stuttgart-Reise. Das Licht geht aus. Und ja, jetzt ist nur noch Packen angesagt. Ich habe jetzt gerade alle Geschenke verpackt. Ich bin quasi fertig. Mein Koffer ist gepackt. Seht ihr hier. Und das sind die Geschenke für die Kinder. Sieht so aus. Ich habe hier so eine kleine Schatztruhe, wo die drin sind. Und dann muss ich das morgen ganz vorsichtig transportieren. Das ist mein Geschenk.
schon bekommen ein Fensterbild von den beiden selber gebastelt und gemalt. Und das werde ich natürlich zu Hause aufhängen. Ja, und die Schatztruhe mit den tollen Sachen sind zwei Bücher, zwei CDs. Und Luzi kriegt so einen Spielschminktisch und da ist noch eine Palette drin, die ich auch noch schenke. Beziehungsweise der Weihnachtsmann, die wissen ja nicht, dass das von mir ist. Ja, und jetzt lege ich mich ins Bett und schlafe. Und dann sehen wir uns wohl in London erst wieder. Hallöchen, ihr Lieben, es ist Samstag und eigentlich wollte ich heute gar nicht vloggen, aber ja, ich bin wieder zu Hause in London und ich mache jetzt einen kleinen Pamper-Evening und ich glaube, ich schnibbel noch mal ein bisschen an meinen Haaren rum und das ist der Grund, warum ich die Kamera anmache, weil ich weiß, wenn ich das nicht ein bisschen mit aufnehme und ich dann morgen eine andere Frisur habe, wäre es ein bisschen komisch. Deswegen, ja, seid gewarnt, das richtige Ergebnis zeige ich euch eventuell erst morgen. Aber ja, so wisst ihr Bescheid und seid natürlich quasi live dabei. Rasant heute alles. So, schaue dann. Ihr seht schon, das ist bei mir immer so ein Problem. Ich darf direkt nach dem Duschen, egal mit Pony oder ohne, die Haare auf gar keinen Fall zu lange in so einem normalen Handtuch lassen, weil die sonst da oben so total frisselig werden. Und ich bin jetzt, ihr seht schon, hier ist schon total verknotet. Ich verstehe das gar nicht, aber das ist bei mir auch ohne Pony der Fall. Auf jeden Fall werde ich sie heute mal föhnen und ein paar Produkte reinmachen, damit sie nicht frissig werden. Und dann werde ich sie eben so nicht richtig stylen, aber eben, dass der Pony zumindest mal so aussieht, wie er eventuell dann aussehen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und Philipp ist gerade auf einer Weihnachtsfeier und dann werde ich ihn nachher überraschen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es filmen soll oder ob ich vielleicht nur den Ton aufnehmen soll, weil eigentlich wollte ich euch das erst morgen richtig richtig zeigen, wenn es schön gestylt ist. Für meinen Pony werde ich jetzt ein bisschen von dieser Frizz Control Miracle Styling Milk nehmen. Habe ich, glaube ich, vor über einem Jahr gekauft. Denn das war der Punkt, an dem ich eigentlich beschlossen habe, dass ich mir den Pony wieder schneiden werde. Und so lange habe ich jetzt gebraucht, um es tatsächlich zu tun. Also es kostet dann doch irgendwie Überwindung und ich weiß nicht genau, warum ich jetzt heute Abend plötzlich Lust hatte, das zu machen. Also es ist nicht so, dass ich in der letzten Zeit irgendwie nochmal darüber nachgedacht hatte, ehrlich gesagt. Ich habe ja einmal letztens die Haare vorne schon so ein bisschen abgeschnitten und ich muss gestehen, dass mir das im Nachhinein nicht so richtig gut gefallen hat und gerade wenn man es dann jetzt gewaschen hat, dann sieht man hier auch immer noch mal so ein bisschen, wenn irgendwas nicht ganz stimmt. Aber das wird allgemein auch bei den nächsten Wäschen dann so sein, dass einem da noch Haare auffallen, die noch nicht ganz liegen. Und ich habe den Pony jetzt auch hier erstmal recht dünn geschnitten. Ich mag ihn eigentlich viel dicker, also zumindest früher. Aber es ist immer besser, so ein bisschen kleiner anzufangen und sich dann eben anzupassen und das Ganze eben noch mal nachzuschneiden, weil man dann auch ein bisschen mutiger ist. Und angenommen, mir gefällt das jetzt doch überhaupt nicht, dann kann ich so natürlich immer noch ein bisschen besser rauswachsen lassen, als wenn ich jetzt so einen Pony mir bis da hinten hingeschnitten habe und dann ganz viele Haare kurz sind, weil das sind jetzt tatsächlich nicht so viele Haare. So, jetzt habe ich hier die Frizz Milk drin und für die gesamten Haare nehme ich ein Produkt, das natürlich ganz hinten steht. Moment. Und zwar
nehme ich davon Way das Rose Hair and Body Oil. Nur ein bisschen. Ein Spritzer erstmal. Da reibe ich auch zwischen den Händen und gebe ihn dann hier unten in die Haare, wenn sie noch nass sind. Und knete es so ein bisschen durch. Und dann nehme ich wieder die Wet Brush. Und auch dann kämme ich nochmal durch. Ja, und ich habe irgendwie einfach Lust, ein bisschen mehr mit meinen Haaren wieder zu machen, so insgesamt. Das habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten, eigentlich seitdem ich in Singapur war. Und ich habe einfach gemerkt, es ist so schwierig, mit meinen Haaren, wie sie davor waren, einfach irgendwas noch hinzukriegen. Weil sie einfach nur lang und schwer sind und ja, also es ist einfach echt nicht so einfach. Und wenn man einen Pony hat, finde ich, dann kann man zumindest den Pony schön stylen und schauen, dass der schön glänzend und gut geföhnt ist. Und dann auch einen Zopf machen oder irgendwie so eine Half-Up, Half-Down Hochsteckfrisur. Und dann sieht das immer noch schön aus. Und bei mir war einfach die Vorderpartie der Haare allgemein schwierig und nicht so schön. Und ich hoffe, dass es dadurch besser wird. Aber jetzt schauen wir mal. Ich föhne jetzt mal. Und ja, ich werde spontan entscheiden, ob ich euch noch was zeige oder erst morgen. Aber Philipps Reaktion werde ich euch auf jeden Fall, wenn ich es hinkriege und das Timing stimmt, irgendwie aufnehmen. Ihr Lieben, ich habe euch jetzt ganz nah dran, weil ich möchte euch jetzt noch nicht so richtig zeigen. Ich bin relativ zufrieden schon mal. Aber ich wollte euch jetzt noch mal kurz meine Nägel zeigen. Ich habe nämlich jetzt auch noch die Nägel gemacht. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen Beauty Pampering. Und ich finde, sie sind sehr, sehr schön geworden. Und ich habe für diese Art von Nagellack ein Tutorial auf IGTV. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Beziehungsweise ihr könnt einfach auf meinen Instagram-Kanal gehen. Und die hier sind aber jetzt noch so ein bisschen, so jetzt sind sie scharf, noch ein bisschen detailverliebter als die, die ich in einem Tutorial habe. Aber das könnt ihr ganz easy nachmachen. Und zwar seht ihr, das sind einfach so verschiedene Striche. Und dann am Ende habe ich noch mit so einem Glitzer-Topcoat an zwei Stellen einen Strich gemacht. Und dadurch sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so ein cooler Wasserfarben-Effekt. Und ich mag es mega gerne. Es sind 5 verschiedene Lacke. Aber ihr braucht überhaupt nicht die gleichen Lacke wie ich, sondern einfach nur irgendwelche Farben, die schön zusammenpassen. Und dann könnt ihr das super easy nachmachen. Das geht mit 3 Lacken auch. Also ich finde, ab 3 Lacken sieht es sehr, sehr cool aus. Und das Tolle daran ist, und ich weiß nicht genau, woran das liegt, ich finde, das hält extrem gut. Es trocknet auch doch recht schnell, obwohl es ja sehr viele Schichten sind. Aber die Schichten sind ja nur teilweise übereinander. Und wenn man das dann erstmal richtig trocken gekriegt hat, dann hält bei mir keine andere Maniküre so lange wie das hier. Aber jetzt zeige ich euch mal, was das für Nagellacke sind. Als Base habe ich den hier, einen sehr unauffälligen. Der heißt Dirndl Dream. Und der ist, glaube ich, aus einer Oktoberfest-Kollektion von Essie, logischerweise. Der dunkelste Strich ist Haute Tap, also wie Haute Couture. Haute Tap. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Auch eine sehr coole Farbe. Dann haben wir Beautiful oder Blutiful Horizon von Essie. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Schaut euch das mal an. Richtig toll. Mag ich nicht so gerne auf dem ganzen Nagel, weil das nicht so zu allen Klamotten passt, die ich habe. Und wenn ich mich dann umziehe und dann passt es gar nicht mehr, ärgert mich das immer so ein bisschen. Aber naja, sie ist auf jeden Fall trotzdem mega, mega schön. Und ja, sie changiert einfach so schön ins Rosane rein. Das Gelb ist Mimosa von Chanel. Und der Glitzerlack ist mein absoluter Favorite von Yves Rocher. Richtig cool, perfekt für Weihnachten und natürlich auch für Silvester. Philipp kommt jetzt nach Hause und ich habe die Kamera angemacht. Und ihr seht jetzt gleich seine Reaktion zu meinen Haaren. Ich muss meinen Podcast ausmachen.
Tür offen? Mach mal die Tür offen, Baby. Ich hab die aufgemacht. Okay. Crazy. Cool. Hey, hast du selber geschnitten? Wie kam es jetzt dazu? Einfach so. Sieht super aus. Findest du? Ja, ja, ist echt gut. Cool. Mhm. Oh, gibt's zwei. Sehr schön. Wow. Sieht echt gut aus. Very different. Ja? Ja. Cool. Das sind sie jetzt nun, die neuen Haare. Das ist tatsächlich jetzt schon, ich filme das nämlich gerade ein bisschen später, als ich eigentlich vorhatte, denn ich habe mich gestern überhaupt nicht geschminkt und ich wollte für ja, diesen Teil ein bisschen Schminke drauf haben. Und ja, ich hatte leider dann doch einen No-Make-Up-Day. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sind die Haare jetzt, ich glaube, zweiter oder dritter Tag. Ich bin gerade verunsichert und weiß gerade nicht genau, wann ich sie gewaschen habe. Auf jeden Fall den Pony mache ich entweder nass und wasche ihn entweder separat und ich finde, man hat immer trotzdem dann einen recht freshen Look und ich muss noch so ein bisschen experimentieren damit, ja, wie ich es am liebsten trage. Ich will auf jeden Fall nicht immer so diesen Vollpony tragen, so diesen ganz ja, krassen Vorhang, sondern ich kann mir das auch gut vorstellen, das mal so ein bisschen strähniger zu machen und halt, dass so ein paar Löcher im Pony drin sind, weil ich finde, dann ist es auch einfacher zu bewerkstelligen, ja, wenn man rausgeht und dann mal ein bisschen Wind bläst oder man mal eine Mütze auf hat. Aber auf jeden Fall, mir gefällt es mega gut. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ja, und ob ihr sowas auch schon mal selber gemacht habt und ja, ob ihr irgendwelche coolen Tipps dafür habt. Ja, und das war's dann für heute. Ich glaube, es war auch ein langer Vlog. Deswegen höre ich jetzt ganz schnell auf und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Oh, eine Sache noch. Schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei, denn dort verlose ich nochmal wahrscheinlich heute Abend ein, also wenn ihr das Video seht, heute Abend, ein Exemplar vom Bullet Planner, das signiert ist, von Kim und von mir. Und auf ihrem Kanal sollte es auch eins geben, also auf Instagram. Also, dann bis bald. Tschüss. Ich kann es selber noch nicht so richtig fassen, das ist echt komisch, aber ganz schön.